Hallo und herzlich willkommen zurück zu Approximation mit Fourierreihen. Jo, wir haben letztes Mal angefangen für diese Funktion f, dieses Hütchen hier sozusagen, die Fourier-Koeffizienten auszurechnen. Hatten als erstes mal die BKs alle eliminiert, weil die Funktion ja gerade ist. Das heißt, die BKs, die Sinusanteile fallen alle weg. Und haben dann mit mittels dieser Formel 1,7 mal die den Wert für A0 ausgerechnet. So, und jetzt fehlen uns quasi nur noch alle AKs und da machen wir uns jetzt frisch ans Werk. Ich empfehle an der Stelle kurz vielleicht mal das Video zu pausieren und vielleicht einfach mal selber anzurechnen, zumindest wenn wir gleich den ersten Schritt hingeschrieben haben, weil solche Integrale ausrechnen ist immer eine gute Übung. Ne, da kann man immer mal gucken, wie gut man noch im Integrationstechniken anwenden ist. Gut, wir machen hier das gleiche wie oben. Wir fangen irgendwie an, wir setzen an Pi mal AK, damit wir jetzt nicht gleich immer diesen Bruch mitnehmen. Und jetzt setzen wir einfach erstmal 1,7 ein und ziehen aber gleich die Integrale schon wieder auseinander, damit wir uns hier halt ein bisschen Schreibarbeit sparen. So, dann steht hier wieder S plus Pi. Nur, dass wir dieses Mal eben nicht Cosinus von K mal S vereinfachen können, sondern wir müssen es halt hart einsetzen. Und dann kommt hinten das Integral von 0 bis Pi. Pi minus S mal Cosinus von ks ds. Ne? Einfach wieder die Definition von f eingesetzt und das Integral halt an den Stellen aufgeteilt, wo es halt irgendwie vorkommt. So, was wir uns jetzt gönnen, ist, wir gönnen uns mal so ein bisschen mehr Aufteilen des Integrals. Nämlich, indem wir hier die Summen auflösen. Also Integral minus pi bis 0. Dann haben wir da irgendwie ein s mal Cosinus von ks. Plus Pi mal das Integral von minus Pi bis 0, oder lassen wir das Pi mal drin, dann muss ich hier nicht umdenken. Pi mal Cosinus von Ks. Ds. Genau, so, plus. So, und jetzt steht hier eben das Integral von 0 bis Pi, Pi mal Cosinus von Ks. Ds. Minus Integral 0 bis Pi, S mal Cosinus Ks. So, an der Stelle Vorsicht. Die beiden Integrale heben sich nicht raus, weil ja die Integrationsgrenzen anders sind. So, und jetzt gönnen wir uns eine erste Nebenrechnung. Nämlich hier diese Integrale, die einfach auszurechnen sind. Nämlich Integral von 0 bis Pi, Pi mal Cosinus von Ks, ds und eben das korrespondierende von minus Pi bis 0. So, was ist eine Stammfunktion? Eine mögliche Stammfunktion ist einfach Pi durch K mal den Sinus von Ks, ausgewertet von 0 bis Pi. Ja, wenn ich das jetzt hier in den Sinus reinjage, dann steht einmal Sinus K Pi, das ist 0, einmal Sinus 0, das ist 0. Das heißt, das ist in der Tat 0. Und das Gleiche passiert auch, wenn ich das hier von minus Pi bis 0 nehme. Dann habe ich die gleiche Stammfunktion, setze halt Sinus von minus Pi, also minus K rein, minus K Pi. Das heißt, da kommt auch 0 raus. Das heißt, auch dieses Integral ist 0. Das ist die erste Nebenrechnung, die wir hier mal aufmachen. Und gemäß dieser Nebenrechnung müssen wir uns jetzt also nur auf diese Integrale konzentrieren, die halt irgendwie mit dem S mal Cosinus Ks zu tun haben. Ja, das heißt effektiv dieser Teil hier. So, die können wir jetzt natürlich irgendwie nur ausrechnen, wenn wir uns irgendwoher eine Stammfunktion von dem S mal Cosinus von Ks herzaubern. Und dafür gönnen wir uns jetzt Nebenrechnung 2. Ich mache das hier tatsächlich auch mal irgendwie so ein bisschen in Color Coding, damit wir hinterher noch so einigermaßen sehen, wo die Sachen herkommen. Und zwar wollen wir ausrechnen das unbestimmte Integral S mal Cosinus von Ks ds. Ja, und das ist so ein klassischer Fall, der schreit quasi nach partieller Integration. Und das machen wir jetzt tatsächlich auch. So, und für eine partielle Integration müssen wir irgendwie U und V' festlegen und wir nehmen das S als U, weil wenn wir das ableiten, kommt 1 raus, das ist immer gut. Und wir nehmen den Cosinus als V', weil den können wir relativ leicht integrieren, da kommt dann irgendein Sinus raus, haben wir ja oben schon gemacht. So, was müssen wir als erstes machen? Wir müssen hinschreiben U mal V. Ja, V ist aber eben 1 durch K mal Sinus von Ks. Und dann müssen wir minus das Integral U' mal V, also mal 1 durch K Sinus von Ks ds. So.
Das heißt, hier vorne steht irgendwie S durch K mal Sinus von Ks. Und hier hinten sehen wir sofort 1 durch K. Das können wir rausziehen. Ne? Da, das hat überhaupt nichts mit dem S zu tun. Ne? Also wir haben irgendwie Minus irgendwas durch K. Und dann haben wir ja nur noch Sinus von Ks da stehen. Naja, wenn ich das integriere, kriege ich Minus Cosinus raus. Und ich muss nochmal durch K teilen. Das heißt, wir kriegen raus durch K Quadrat und hier oben einen Minus Cosinus von Ks. So, und an der Stelle ergibt es immer Sinn, so ein Plus C hinzuschreiben, weil wir ja hier tatsächlich das unbestimmte Integral nehmen. Wenn wir gleich natürlich einsetzen, dann können wir uns das C gleich 0 setzen, weil irgendeine Konstante oder irgendeine Stammfunktion tut's ja. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen aufräumen und sagen, naja gut, okay, Minus, Minus da hinten, das ist irgendwie unschön. Das heißt, wir haben hier hinten tatsächlich so ein Plus Cosinus von Ks durch K Quadrat plus irgendeine Konstante C. So, damit haben wir hier diese partielle Integration ausgenudelt und können jetzt dieses Ergebnis nehmen und können das hier einsetzen und dann halt weiterrechnen damit. Das heißt, gemäß dieser Nebenrechnung 2 erhalten wir, dass das einfach ist, diese Funktion s durch k mal Sinus von ks plus Cosinus von ks durch k Quadrat, ausgewertet von minus pi bis 0. So, und dafür müssen wir abziehen, und jetzt erlaube ich mir hier mal wieder ein bisschen zu kopieren, einfach den gleichen Term, nur halt ausgewertet von 0 bis pi. So, und hier möchte ich jetzt ein bisschen drüber fliegen, weil das ist jetzt wieder relativer Standard. Möchte ich euch ermuntern, euch mal kurz hinzusetzen. Eine Sache erkläre ich euch gleich. Und nachzurechnen, dass das das gleiche ist wie 2 mal 1 minus minus 1 hoch k geteilt durch k Quadrat. Ja, wenn ihr möchtet, einmal kurz pausieren. Ansonsten kommt hier jetzt zumindest der Trick an der Geschichte. Ihr seht ja schon. Ne? Also die Sinusterme hier, wenn ich da 0 und minus pi für das s reinjage, die fallen sofort weg. Das heißt, es geht nur darum, haben wir Cosinusteile, haben wir keine Cosinusteile. So. Hier vorne haben wir dann einmal Cosinus von minus k, minus pi mal k. Und hier hinten haben wir Cosinus von pi mal k. Und die sind natürlich gleich, weil der Cosinus ja eine gerade Funktion ist. Ja, das heißt, wenn ich da irgendwie ein Minuszeichen vors Argument packe, ändere ich nicht den Wert. Und das soll dann k sein und kein x. So. Und dann brauchen wir noch die Zusatzinformation, dass Cosinus von pi mal k ja gerade minus 1 hoch k ist. Für alle k, sogar aus den ganzen Zahlen, aber das ist jetzt hier tatsächlich nicht so relevant, weil die natürlichen Zahlen reichen in Kombination mit der da oben, mit der Gleichung da oben hier. Ja, und das ist einfach, ja, macht es euch induktiv. Ne? Also Cosinus von 0 ist 1, minus 1 hoch 0 ist 1 und dann kann man sich halt überlegen, dass halt Cosinus von Pi mal K halt gerade jeweils, indem man halt die Periodizität ausnutzt, sich zurückführen lässt auf einen der Fälle 1 oder minus 1 und dann ist man halt fertig an der Geschichte. Also das ist hier der Trick, warum das ganze Ding hinterher diese Form bekommt. Und dahin zu kommen mit der Rechnung, ja, das ist einfach stumpfes Einsetzen und ein bisschen Bruchrechnung. Ist wirklich mal eine gute Übung, das nochmal durchzunudeln. So, damit haben wir auch eigentlich eine vollständig gekürzte Form, sage ich mal, gefunden, weil viel mehr vereinfachen können wir da nicht. Wir dürfen jetzt nur nicht vergessen, wir haben Pi mal AK berechnet. Das heißt, wir müssen jetzt noch, wenn wir zum AK wollen, einmal durch Pi dividieren. Das heißt, wir kriegen hier so eine schöne Form raus. Und das ist dann unser AK für K aus N. Ja, weil K0 haben wir ja schon hingeschrieben. So, und damit können wir jetzt die assoziierte Fourier-Reihe hinschreiben. Denn damit folgt f von t ist assoziiert zu pi halbe, also a0 halbe, a0 war pi. Und dann kommt die Reihe k gleich 1 bis unendlich. ak
mal Cosinus von Ks, also 2 mal 1 minus minus 1 hoch k durch Pi mal k Quadrat mal Cosinus von Ks. Und dann kommt eigentlich noch plus bk mal Sinus von Ks, aber die bks, die sind alle 0. Ja? Das heißt, das hier ist unsere assoziierte Fourier-Reihe. So, damit man sich da irgendwas drunter vorstellen kann, habe ich mal ein bisschen rumgebastelt und habe hier mal ein bisschen mit GeoGebra gespielt. Den Link zu dieser, zu diesem Applet findet ihr tatsächlich auch im Skript. Hier könnt ihr ein bisschen rumspielen, wenn ihr wollt. Und zwar habe ich hier diese Fourier-Summe mal berechnet in diesem Intervall. Allerdings nicht bis unendlich, logischerweise, sondern bis zu einer fixen Obergrenze. Ja, k gleich 1, 2, 3. Also wenn wir nur einen Summanden nehmen, dann sieht unsere Fourier-Approximation so aus. Ja, trifft eigentlich schon ganz gut die Kurve. Ne? Wenn ich k gleich 2 nehme, dann wird es ein bisschen besser. Hier hinten sieht man, wie das ganze Ding realisiert ist. Das ist einmal so als Folge definiert und dann eben als die halbe plus eben diese Summe, damit man halt halbwegs hinterher noch lesen kann, was da passiert. Könnte sich das auch mal gut mit Julia schreiben. Ich muss mal gucken, ob ich da noch Lust habe, das mal irgendwie umzuändern, weil ich ja gerade sowieso viel mache mit Julia und Python. Also da könnte man sich vielleicht auch mal was zu überlegen. Und man sieht, wenn ich jetzt hier die Anzahl der, wenn ich die Obergrenze größer mache, wird zum einen der Rechner langsamer, weil der ziemlich viel rechnet. Und zum anderen wird das eine ziemlich gute Approximation der Funktion. Ja, nur hier oben in dieser Stetigkeit, in diesem Knick, da hat er ein bisschen Probleme. Weil natürlich hat er oben in dem Knick Probleme, ganz anschaulich, weil wir approximieren ja eine stetige Funktion mit C-Unendlich-Funktionen. Jetzt ist aber unsere stetige Funktion gerade nicht differenzierbar an der Stelle. Das heißt, da entsteht natürlich ein gewisser Crunch. Ja, und das heißt, was wir hier schon mal so ein bisschen sehen, was wir hinterher auch noch ein bisschen stärker sozusagen forcieren wollen, ist einfach die Tatsache, dass in Differenzierbarkeit, also in nicht differenzierbar Stellen, da liegen Probleme. Allerdings auch keine, die unlösbar sind, weil, wenn ich das K noch ein bisschen höher tue, und ich, also mehr als 27 tue ich jetzt mal einfach dem Rechner nicht an, dann wird auch dieser Knick relativ sauber rausnivelliert, weil einfach der Fehler klein wird. So. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier nochmal ein bisschen mit rumspielen, reinzoomen, sonst irgendwas mitmachen. Ich finde, der Effekt wird halt bei den kleineren Ks ganz am besten deutlich. Und ihr merkt hier auch, ne, es bringt halt keinen Effekt oder keine neue Information, einen geraden Wert auszuwählen. Weil was passiert bei dem geraden Wert? Na, ich addiere einen Sinusanteil dazu. Ja, der bringt mir halt nichts. Ne? Der bringt keine neue Information. Könnt ihr euch mal genauer angucken. Und wie gesagt, der Link ist im Skript mit drin. Gut. Und im Skript, das kann ich euch vielleicht auch noch eben kurz zeigen, im Skript ist zumindest hier so ein bisschen die Idee reingeschrieben. Also hier sind so drei davon gemalt, wie die auch zustande kommen. Und wenn er hier draufklickt, dann landet er in diesem GeoGebra-Applet. Das sollte alles relativ sauber aufgehen. Gut. Ja, dann wären wir an dieser Stelle fertig. Ihr könnt euch jetzt natürlich mal irgendwie hinsetzen und selber Fourier-Reihen oder Funktionen ausdenken, zu denen ihr die Fourier-Reihen ausrechnen möchtet. Ihr könnt aber natürlich auch mal versuchen zu begründen, dass diese Reihe punktweise gegen f konvergiert. Das ist ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Wir haben jetzt halt gerade natürlich gesehen, dass das eine ziemlich gute Approximation ist. Aber wir haben noch kein Wort darüber verloren, warum dem so ist. Ja, und da wollen wir jetzt drauf hin, das wird Kapitel 3 sein. Und um diesen Übergang zu schaffen auf punktweise Konvergenz, beziehungsweise erstmal auf gleichmäßige Konvergenz, punktweise ist technisch schwieriger, da werden wir uns ein paar Hilfsmittel basteln müssen. Und diese Hilfsmittel, die stellen wir dann quasi in Kapitel 2 zur Verfügung. Und wenn wir die dann haben, können wir damit gleichmäßige Konvergenz machen. Ja, dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.